Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Begrüße euch mit dem Gruß der Kirche. Der Herr sei mit euch. Wir dürfen uns freuen, dass der Herr unter uns ist. Nicht nur, weil wir es uns gegenseitig wünschen, das ist nur eine Feststellung. Er ist da, er ist bei uns, vor allem dann, wenn wir in seinem Namen uns versammelt haben. Und das tun wir jetzt. Wir sind in der Mitte der Fastenzeit angelangt. Der heutige Sonntag heißt Letare, das heißt so viel wie freut euch, seid froh, die Hälfte der Fastenzeit ist schon vorbei. Wir haben vielleicht die Fastenzeit gar nicht mehr so im Auge, dass es wirklich eine Fastenzeit wäre und dass wir uns freuen könnten, dass die Hälfte schon vorbei ist. Der Unterschied zwischen Fastenzeit und den anderen Zeiten ist hübsch gleich geworden. Und doch denken wir daran, dass die Fastenzeit uns an das Leiden Christi erinnert, dass die Fastenzeit uns auch an unseren Tod erinnert. Wir haben sie ja begonnen am Aschermittwoch mit dem Aschenkreuz. Bedenken wir aber vor allem, dass Ostern kommt. Ostern, das Fest der Auferstehung. Und weil wir mit Christus auferstehen möchten, weil das unser Wunsch ist und er ist berechtigt, weil Jesus es uns so versprochen hat, darum dürfen wir auch voll Vertrauen zu ihm kommen, selbst wenn uns Schuld belastet. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Herr, erbarme dich unser. Erbarme dich unser, Christus, erbarme dich unser, Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja,
Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir sind also Gesandte von Christi Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und gegen dich. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner.
Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, zwei Brüder im Vergleich. Sehr ungleiche Brüder sind es, wie es ja auch unter uns sein kann. Wenn man sie vergleicht, dann stellt man fest, da ist der eine der Gute und der andere der Böse. Der Gute, der seine Arbeit tut, der in Ordnung ist auf allen Linien, und der andere, der das alles hintanstellt und sich dem Vergnügen hingibt. Vergleichen, das tun wir gerne. Aber das Vergleichen mit den anderen ist nicht gut. Das erzeugt meist Zwietracht, weil da kommt Neid auf, da kommt auf, dass man beschuldigt, der eine den anderen und so weiter. Im Vergleich ist immer etwas drinnen, was Zwietracht bringt. Wichtig wäre, und das sagt uns dieses Evangelium so deutlich, der Blick nach oben. Nicht das Vergleichen, wer ist denn besser und wer kann denn mehr und wer gilt denn mehr und so weiter.
Das bringt immer Zwietracht. Der Blick nach oben zum Vater, der gibt uns eine ganz andere Sicht. Jesus zeigt uns in diesem Gleichnis den Vater als den, der ein Fest feiert. Ein Fest für den Jüngeren, für den Bösen sozusagen, weil er wieder heimgekommen ist, weil er umgekehrt ist. Umkehr feiern, das sollten wir besonders in der Fastenzeit. Umkehr ist notwendig, denn irgendwie verrennen wir uns fast jeden Tag. Irgendwohin mit Worten, die dann Zwietracht vielleicht hervorrufen oder auch mit Taten. Wir verrennen uns schnell und im Vergleichen, wenn wir uns gegenseitig vergleichen, da kommt nie was Gescheites heraus. Der Blick nach oben zum Vater, den will uns Jesus ganz besonders ans Herz legen. Schau dir doch den Vater an. Der Vater, der dem einen, dem Bösen sozusagen, entgegenläuft, weil er wiederkommt, weil er umgekehrt ist. Der Vater, der aber auch zum anderen Sohn sagen muss, schau, beklag dich nicht, du bist ja immer bei mir. Ein Fest will der Vater. Das eine Fest ist ein Anlassfest, weil der jüngere Sohn, der Verlorene, wiedergekommen ist, weil er wiedergefunden wurde, weil er heimgekehrt ist. Ein Anlassfest. Aber der Vater weist den älteren Sohn darauf hin, dass es ein immerwährendes Fest gibt. Du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Da liegt viel drinnen, liebe Schwestern und Brüder. Wir feiern so gerne Anlassfeste. Für das und für jenes haben wir einen Anlass, ein Fest zu feiern. Das ist ja nicht schlecht. Das Anlassfest, das der Vater da angeordnet hat, weil der Sohn, der Jüngere, wiedergekommen ist, das war doch etwas Gutes. Anlassfeste sind gut, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es ein immerwährendes Fest gibt. Du bist immer bei mir, sagt er zum älteren Sohn. Freu dich doch. Hast ein immerwährendes Fest. Wir Christen, liebe Schwestern und Brüder, dürfen eigentlich ein immerwährendes Fest feiern. Denn der Vater ist da und wir können immer bei ihm sein, wenn wir nur wollen, wenn wir es nur so machen wie der ältere Sohn, dann haben wir ein immerwährendes Fest schon auf dieser Welt. Ganz abgesehen davon, dass uns Jesus ein immerwährendes, ewiges Fest verheißen hat, ein Fest beim Vater im Himmel. Und auf dieses Fest dürfen wir uns freuen. Auf dieses Fest sollen wir hinleben. Auf dieses Fest mit dem Vater in der Ewigkeit. Gibt es etwas Größeres und Schöneres? Denken wir darüber nach, was uns Freude bringt. Vorübergehende Freude,
ein vergehendes Fest, vergehende Feste, oder können wir uns nicht freuen auf das immerwährende Fest? Den Himmel vor Augen, das sollten wir haben, wir Christen. Wir, denen Jesus Christus den Vater gezeigt hat, wir, die Jesus Christus am Kreuz erlöst hat, damit nichts zwischen uns und dem Vater steht, wir, die wir also Erlöste sind und immer beim Vater sein dürfen, jetzt schon und dann erst recht im Himmel. Ostern ist nicht mehr weit. Ostern, das Fest der Auferstehung. Ostern, das ewige Fest mit dem Vater. Jesus ist nach seinem Sterben am Kreuz heimgekehrt zum Vater. Und er hat uns versprochen, dass er auch uns mitnimmt, dass er uns einen Platz beim Vater bereitet. Er hat uns versprochen, dass auch wir ihm nachfolgen können zu dem ewigen Fest, zu dem immerwährenden Fest, das der Vater uns bereitet. Gelobt sei Jesus Christus. Es ist gut, wenn wir jetzt antworten mit dem Glauben an Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist und die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Im Gleichnis vom barmherzigen Vater hat Jesus uns gezeigt, wie Gott zu uns Menschen ist. Zu ihm wollen wir beten. Barmherziger Vater, höre uns. Wir beten für Papst Franziskus und für alle, die ihr Herz für die Botschaft deiner barmherzigen Liebe öffnen. Barmherziger Vater, höre uns. Für alle, die sich in diesen Tagen aufmachen, im Sakrament der Versöhnung deine vergebende Liebe zu erfahren, und für alle, die sich schwer tun, anderen zu vergeben oder selbst Vergebung zu erfahren. Barmherziger Vater, höre uns. Für alle, die sich in dieser Fastenzeit neu auf den Weg gemacht haben, dich zu finden, und für alle, die glauben, ohne dich leben zu können. Barmherziger Vater, höre uns. Für die Katechumenen, die an Ostern die Sakramente des Christwerdens empfangen, und für alle, die enttäuscht sich von der Kirche und ihr den die enttäuscht sind von der Kirche und ihr den Rücken kehren. Barmherziger Vater, höre uns. Für die Toten, die in ihrem Leben gläubig auf deine reiche Barmherzigkeit vertraut haben, und für alle Toten, an die niemand mehr denkt, und für die Verstorbenen dieser Woche, die Sterbetag haben, Hermine Greuß, Philomena Peilberger, Ludwig Peilleitner. Und für die Messintention bestellt ist,
Hertha Wiesinger für verstorbene Eltern und Schwiegereltern, Familie Scheuchenpflug für beiderseits verstorbene Väter, Schwieger und Großväter. Barmherziger Vater, höre uns. Barmherziger Vater, du kommst uns entgegen mit deiner verzeihenden Liebe. Dafür danken wir dir. Wir loben und preisen dich heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig, das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen, in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Oh,
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor deine Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit. Stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit, und
Mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Zu den Aposteln hat Jesus gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir, Herr Jesus Christus, du unser Friede und unsere Versöhnung, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Geschenk gesund.
Freu dich, mein Sohn, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und wurde wiedergefunden. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Hören wir Verlautbarungen für die kommende Woche. Heute ist um 11.30 Uhr die Taufe von Anton Lehner. Um 14 Uhr Kreuzwegandacht, gestaltet von der katholischen Männerbewegung. Am Mittwoch um 19 Uhr Heilige Messe, Mittagstischgemeinschaft für Verstorbenen Josef Meierhofer. Am Samstag um 8.30 Uhr Krankenmesse, der sozialkaritative Arbeitskreis in seinen Anliegen. Diese findet im Pfarrheim statt. Am Sonntag, 5. Fastensonntag, 7.30 Uhr Frühmesse, 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst, 11 Uhr Taufe, Luisa Schwarzinger, um 14 Uhr Kreuzwegandacht. Das Ergebnis von Fastensuppenaktion betrug 450 Euro. Vergelt's Gott im Namen der Frauenbewegung. Es wird Pater Alois Ortner in den Philippinen weitergegeben. Am Montag ist um 20 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung. Sprengelabend ist am Dienstag um 19.30 Uhr bei Familie Greindl. Für den Sprengel Sonnblick Steinbichl Oberwolfgrub. Und am Samstag bei Familie Hinterreiter für den Sprengel Scherzerberg. Am Mittwoch findet um 19.45 Uhr der Stammtisch für pflegende Angehörige im Gemeindeamt statt. Chorprobe ist am Mittwoch um 20 Uhr. Die Lektoren und Kommunionhelfer sind am Mittwoch nach der Abendmesse zur Einteilung ins Pfarrheim gebeten. Von Freitag 15 Uhr bis Samstag 15 Uhr ist wieder die Möglichkeit zur stillen Anbetung im Raum der Stille im Pfarrheim. Nächsten Sonntag ist Osterbasar, der Goldhauben- und Kopftuchgruppe. Palmbesen, Handarbeiten, Kaffee und Mehlspeisen werden angeboten. Die Kirchenrechnung 2015 liegt ab Dienstag für 2 Wochen zur Einsichtnahme in der Pfarrkanzlei auf. Die Sprengelhelfer sind gebeten, die Pfarrbriefe auszuteilen. Noch ein Hinweis, in Unterweißenbach beginnt am Montag ein dreiteiliger Bibelkurs und die Lebenshilfewerkstätte Unterweißenbach lädt nächsten Sonntag zum Ostermarkt ein. Und die Homepage der Initiative Miteinander in Schönau wurde geändert und steht auf dem Zettel. Danke für die Vermeldungen. Wir durften beim Herrn sein, wir durften feiern, Tod und Auferstehung Jesu. Wir durften auf den Vater im Himmel einen Blick machen, wenn er auch noch sehr getrübt ist, dieser Blick auf den Vater. Aber einiges haben wir gerade heute im Evangelium wieder verstehen dürfen, wie der Vater ist. Und so wollen wir weggehen mit der Bitte um den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu
und schenke euch seinen Frieden. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche einen guten Sonntag, geht hin in Frieden.